Willkommen zurück. Du bist jetzt sicher schon extrem neugierig, wie wir nun diese quadratische Gleichung lösen können. Und genau darum geht es in diesem Video. Wir wollen die quadratische Gleichung x hoch 2 plus 2 mal x minus 15 ist gleich 0 lösen. Die haben wir ja schon im letzten Video kennengelernt. Und wir haben auch gelernt, dass wir mit den bisher bekannten, mit den schon gelernten Lösungsmethoden hier nicht weiterkommen, da alle Koeffizienten ungleich 0 sind. Was uns hier aber weiterhilft, ist das sogenannte quadratische Ergänzen. Hier auf der rechten Seite siehst du die nötigen Umformungsschritte, die dich bei dieser quadratischen Gleichung zu einer Lösung bringen. Und insbesondere der dritte Umformungsschritt, also vom zweiten zum dritten Schritt, hier wird das sogenannte quadratische Ergänzen verwendet. Bevor wir nun mit der Lösung beginnen, wollen wir zunächst kurz darüber sprechen, was denn genau mit dem quadratischen Ergänzen gemeint ist. Und zwar betrachten wir dafür hier die binomische Formel von x plus b zum Quadrat. Wenn man das Ganze nun löst, dann erhalten wir x zum Quadrat plus 2xb plus b zum Quadrat. Und beim quadratischen Ergänzen geht es im Grunde darum, diese Formel rückwärts anzuwenden. Das heißt, man sucht einen Ausdruck in dieser Form und will ihn dann auf ein ganzes Quadrat zurückführen. Im Normalfall fehlt aber dann einer der Terme hier hinten, und als kleiner Tipp: In diesem Beispiel wird uns dann das b Quadrat fehlen, und das müssen wir uns sozusagen dazu denken und dann von Quadrat abziehen, sodass wir die Gleichung nicht verändern. Versuch nun die Schritte hier, die hier rechts allgemein dastehen, für diese Gleichung durchzuführen und so zu einer Lösung zu kommen. Probier das zunächst bitte selbstständig und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut. Also, dann rechnen wir die vorgegebenen Rechnungsschritte für unsere quadratische Gleichung nach. Das erste, das hier gemacht wurde, ist der Koeffizient q, wurde auf die rechte Seite gebracht, indem das hier minus q gerechnet wurde. Das heißt, in unserem Fall addieren wir die gesamte Gleichung mit plus 15 und erhalten dadurch die Gleichung in der Form x zum Quadrat plus 2 mal x ist gleich 15. Und nun im nächsten Schritt benötigen wir das quadratische Ergänzen. Das heißt, wir betrachten diesen Ausdruck hier, das x hoch 2 plus 2 mal x, und vergleichen ihn mit dem ganzen Term hier. Hier haben wir ein x zum Quadrat und hier auch. Dann haben wir plus 2 mal x. Das schaut hier so ein bisschen aus wie der Ausdruck hier in der Mitte. Und das b Quadrat fehlt uns hier aber ganz. Das kommt hier nicht vor. Das heißt, wir wollen diesen Ausdruck nun auf ein ganzes Quadrat zurückführen, und wenn wir die 2x hier vergleichen mit dem 2xb, dann können wir eigentlich sofort erkennen, welchen Wert b haben muss. Denn damit 2 mal x dasselbe ist wie 2 mal x mal b, muss b natürlich 1 sein. Weil wenn b 1 ist, dann ist 2 mal x mal b genau 2 mal x. Auf das gleiche Ergebnis wären wir auch gekommen, wenn wir hier geschaut hätten. Hier steht in unserem ganzen Quadrat, in dem Binom hierin, x plus p halbe. Und wenn wir unser p, das hier 2 ist, durch 2 dividieren, dann erhalten wir auch 1. Also p durch 2 ergibt 1. Das heißt, wir können nun das ganze Quadrat hinschreiben, und das ist dann x zum Quadrat, nicht x zum Quadrat, das ist dann x plus 1 in Gamma zum Quadrat. Wenn wir das nun ausquadrieren, dann erhalten wir x zum Quadrat plus 2x, also soweit sind wir richtig, x zum Quadrat plus 2x, plus 1. Das heißt,
Wir haben dann, wenn wir das hier ausquadrieren, eine 1 zu viel, die wir hier oben in der Gleichung nicht hatten. Das heißt, damit wir hier die Gleichung nicht verfälschen, müssen wir das Ganze minus 1 rechnen. Nochmal als kurze Nebenrechnung, woher stammt dieser minus 1 nun? Naja, wenn wir das x plus 1 zum Quadrat ausquadrieren, dann erhalten wir x zum Quadrat, das passt, plus 2x, das stimmt auch, das hatten wir auch, und dann 1 zum Quadrat ist 1, also plus 1. Das wäre aber nun ein Fehler, weil hier oben hatten wir auf der linken Seite keinen Einser, also nicht plus 1. Das heißt, wir schreiben hier das ganze Quadrat hin und rechnen dann minus 1 und somit ist es gleich dem Ausdruck, den wir hier oben hatten. Und das Ganze ist gleich natürlich wieder 15. Nun steht hier als nächsten Schritt, wir sollen das minus p Quadrat, minus p halbe zum Quadrat, das in unserem Fall 1 ist, auf die rechte Seite bringen. Das heißt, wir rechnen hier plus 1 und erhalten damit x plus 1 zum Quadrat ist gleich 16. Und nun haben wir hier einen Ausdruck zum Quadrat ist gleich 16. Hier können wir wieder die Wurzel ziehen und erhalten somit zwei Gleichungen, nämlich die Gleichung x plus 1 ist gleich Wurzel aus 16 oder x plus 1 ist gleich minus die Wurzel aus 16. Nun, die Wurzel aus 16, die Lösung hierfür sieht man sehr schnell, die ist 4, das heißt x plus 1 ist gleich 4. Wenn wir nun minus 1 rechnen, erhalten wir als Lösung x ist gleich 3 und hier drüben oder wenn wir hier drüben die Wurzel ziehen, haben wir x plus 1 ist gleich minus 4. Und wenn wir nun minus 1 rechnen, erhalten wir x ist gleich minus 5. Das heißt, unsere Lösungen für die quadratischen Gleichungen sind 3 und, also unsere Lösung für die quadratische Gleichung ist 3 und minus 5. Das heißt, die quadratische Gleichung x hoch 2 plus 2 mal x minus 15 ist gleich 0 hat zwei Lösungen, nämlich 3 und minus 5. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.